Diese Sendung wird unterstützt von Aquadynamik, die Wasserbettspezialisten. Pendeln und Karten legen, Astrologie und Geist heilen, Schamanismus und Engelsarbeit. Das ist nur eine kleine Auswahl von geheimnisvollen Praktiken. Heute geht es bei uns um Esoterik. Ganz herzlich willkommen beim Fenster zum Sonntag. Esoterisch, das bedeutet eigentlich nichts anderes als innerlich oder verborgen. Es geht um eine geheime Lehre, einen Erkenntnisweg, wo man sich persönlich weiterentwickeln kann. Genau das hat Zoe sich gewünscht. Auf der Suche nach Liebe und Heimat landet sie in einem Lichtzentrum. Auch die Esoterikmessen kommen dem Wunsch von Heilsein und Spiritualität nach. In Bern habe ich so eine Messe besucht. Und der Remo Egloff fragt sich schon als Kind, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Er ist überzeugt, die Antwort steht in den Sternen. Der Markt von esoterischen Angeboten ist riesig. Über eine Psychotherapie findet Zoe den Zugang zu ersten esoterischen Praktiken. Aber sie will mehr. Und so probiert sie immer Neues aus. Hobbyimkerin Zoe in ihrem Element. Heute gibt es neue Waben für die Bienen. Das hat viel zu tun mit einer engen Beziehung zu der Natur, mit mehr. Klar macht man auch etwas Sinnvolles, aber das ist sicher nicht wegen dem, dass wir die Imkerei haben. Es macht einfach unglaublich Freude. Weniger Freude hat Zoe die Kindheit bereitet. Sie wächst in Bernbiet mit 4 Geschwistern auf. Mein Vater war sehr jähzornig. Täglich hatten wir Streit. Sei es die Geschwister untereinander, die Eltern untereinander oder der Vater hat uns abgeschlagen. Ich habe sehr früh Antennen bekommen, um herauszufinden, wie es den anderen geht und mich danach zu richten. Aber es ist nicht nur die angespannte Situation zu Hause. Zoe wird auch Opfer von sexuellem Missbrauch. Ein Nachbar vergeht sich immer wieder an ihr. All das hinterlässt Spuren. Eine ganz tiefe Verlorenheit. In mir inne. Einfach ein Nicht-Wissen, wo gehöre ich dazu. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich in meine Familie gehöre. Ich wusste überhaupt nicht, wo ich hingehöre. Ich hatte keine Orientierung. Ich hatte nichts, außer mein Grossvater. Aber sonst hatte ich niemanden, der mir irgendwie eine Stütze gegeben hat. Beim Grossvater findet die kleine Zoe Zuflucht. Er lehrt sie viel über die Natur, zeigt ihr zum Beispiel, wie Holz richtig aufgeschichtet wird. Aber manchmal flüchtete sich Zoe auch in eine Parallelwelt. Tatsache ist, dass ich schon von ganz klein an immer Zwischenwelten gesehen habe. Ich habe auch, wenn irgendjemand etwas gesagt hat, habe ich wie ein zweites Gesicht gesehen, das die Person auch hat. Und häufig hat das überhaupt nicht zusammengepasst. Und das war mir nicht bewusst, dass das so ist. Das war einfach so. Ich konnte von Kleinkind an aus dem Körper rausgehen und dann, Situationen von oben anschauen. Und ich habe immer gemeint, das machen alle. Mit 18 zieht Zoe von Bern ins Toggenburg. Sie macht eine Lehre als Textilentwerferin. Aber vor allem will sie weg von zu Hause. Eine lange Suche beginnt nach Liebe und Heimat. Ich habe Liebe gesucht und habe sie in der Sexualität gesucht. Und das hat ja nicht klappen. Und durch meine Vergangenheit hatte ich auch irgendwie, ich hatte keine Anker, ich wusste gar nicht, was ein guter Mann ist, was eine schöne Beziehung ist, was Liebe ist. Ich habe das wirklich nicht gewusst. Mit 30 geht Zoes zweite Ehe in die Brüche. Sie kommt in eine Lebenskrise und muss sich entscheiden. Entweder mache ich Selbstmord oder ich mache eine Therapie. Ich muss mich irgendwie lernen kennen. Ich muss irgendetwas ändern in meinem Leben. Und habe mich nachher selbstverständlich entschieden für Therapie. Und dort hat eigentlich das Ganze angefangen, mit der Esoterik. Auf die Psychotherapie folgen astrologische Beratungen. Bald besucht Zoe auch Pendler und Wahrsager. Irgendwie hat mir das immer für einen Moment Antworten gegeben. Oder habe ich auch mal gemeint. Und nachher wieder nicht mehr. Dann ist das wieder gekommen. Und dann hast du wieder weitergesucht, hast wieder etwas mehr gemacht. Und das ist mir so vorgekommen wie eine Schleuse, die langsam aber sicher einfach aufgeht. Zoe ist fasziniert und probiert immer mehr aus.
Sie befasst sich mit Channeling und lässt sich die Karten legen. Zum Teil war es sogar sehr erstaunlich, wie das zutreffend war. Und das hat mir das immer mehr der Ärmel hineingenommen. Und dann ist es so weit gegangen, dass ich selber das lernen wollte. Ich wollte selber mehr, weil ich auch so werden wollte wie die. Es folgt eine Ausbildung zur Schamanin. Zue scheut weder Aufwand noch Geld. Sie macht bei Zeremonien mit, bei denen tagelang getanzt, meditiert und gefastet wird. Wenn es mir gut gegangen ist nach diesen Zeremonien, hat es mir viel zu 65-70%. Und die Dauer, wie lange das angedauert hat, war unterschiedlich lang. Aber spätestens nach 3 Monaten hat wieder irgendeine Dosis kommen. Das war wie eine Sucht, das ist wie eine Droge. Ab 2006 besucht Zoe Kurse in einem Lichtzentrum im Elsass. Wieder etwas Neues. Wieder ist Zoe total fasziniert. Vorher im Schamanismus hat man immer ganz strenge Vorgaben gehabt, wie man etwas macht, wenn man was macht. Das war sehr rituell zementiert. Und da geht es nur um Energiearbeit. Besonders beliebt ist die Christus-Energie. Für das habe ich immer gebetet, manchmal sogar zu Jesus Christus, aber auch zu Sai Baba, zum Babaji, zu weiss nicht wem allem. Man ruft Engel, man macht sehr eine intensive, sehr eine grosse Engelsarbeit, hat Krafttier und. Das ist ein Birchermüsli, das verwirrt macht. 3,5 Jahre geht Zoe im Lichtzentrum ein und aus. Tausende von Franken lassen sie und andere Besucher hier liegen. Ich kenne etliche Leute, die sich total ruiniert haben, ihre Pensionskassen ausgegeben oder so. In jedem Seminar hast du mehr gezahlt. Und du warst ja so in einer Euphorie drin. Irgendwie hätte ich gedacht, doch, das musst du jetzt machen. Das ist jetzt absolut nötig. Und das Geld, das ist ja eh. Das ist nur Energie. Zoe besucht unzählige Seminare. Doch es geht ihr nicht gut. Psychisch hatte ich sehr grosse Auf und Ab. Wirklich ganz extrem. Das war von der reinsten Euphorie bis zum schwärzesten, dunkelsten Tal, wo ich keinen Ausweg mehr gesehen habe. Wirklich das Gefühl, jetzt ist fertig. Und das ist so weit gegangen, dass ich einmal sogar wirklich einen richtigen Herzkrampf bekommen habe. Ich habe gemeint, ich sterbe dann. Und nachher habe ich zu Gott gebetet, also geschrien. Ich habe wirklich laut, sehr laut gebetet und gesagt, Jesus Christus, wenn es dich wirklich gibt, dann entweder nimmst du mich zu dir oder dann musst du mich retten. Du musst etwas machen, das geht nicht mehr so. Kurz darauf begegnet Zoe alten Freunden, mit denen sie über den christlichen Glauben diskutiert. Einen davon trifft sie heute in Ribeauvillé. Für mich war der christliche Glaube so antiquiert. Das hat mich so etwas altmodisches, heuchlerisches, scheinheiliges dünkt. Ich hab gar keinen Respekt vor gläubigen Menschen. Ich hatte mir das Gefühl, dass ich frei bin in Jesus. Dass ich wirklich verstanden habe, dass es um die Liebe geht und dass es bei den anderen um Gesetz geht. Zoe ist skeptisch, aber irgendwie auch interessiert. Als sie an einen christlichen Glaubenskurs eingeladen wird, geht sie hin. Dieser Abend verändert sie. Etwas war zum Beispiel, dass der Pastor gesagt hat, man kann nicht lauwarm glauben. Entweder ist man bei Jesus oder ist man nicht bei Jesus. Und dort ist mir bewusst worden, dass ich bis anhin lauwarm geglaubt habe. Das heisst, ich habe einfach vom Christentum das genommen, was mir passt hat. Und das habe ich geglaubt, das habe ich angewendet. Aber von x anderen Theorien, Orten, Methoden habe ich auch das genommen, was mir gepasst hat. Und das hat eben meine eigene Religion gegeben, sozusagen. Und da habe ich gemerkt, ja, da muss ich mich auch entscheiden. Und das ist mir extrem schwer gefallen. Zoe entscheidet sich. Sie geht auf Distanz zur Philosophie des Lichtzentrums und bricht den Kontakt ab. Alle Bücher und Ritualgegenstände wirft sie weg. Hauptsache, sie sind weg. In Zürich schließt sie sich einer Frauengruppe an, die sich regelmäßig zum Gespräch und zum Beten trifft. Die Frauen begleiten Zoe. Ja, wir haben nach einer gewissen Zeit haben wir gemerkt, dass Zoe noch Sachen vermischt, dass sie Jesus aufgenommen hat, aber dass da noch
irgendwelche anderen Sachen immer noch mitspielen, die sie noch nicht können, klar trennen. Und das hat sie auch verwirrt. Die Frauen ermutigen Zoe, für sich beten zu lassen. Das muss nicht bei jedem Menschen nötig sein, aber manchmal ist es. Und ich hatte in dieser Zwischenzeit, bevor ich das gemacht habe, permanente Albträume gehabt und bin wirklich in der Nacht, ich habe sehr schlecht geschlafen. Und das, sind so, das können so Hinweise sein, dass einfach noch Sachen da sind, die noch nicht gelöst sind. Wo man immer noch das Opfer ist davon. Und es geht ja darum, dass wir frei werden. Das ist jetzt 3 Jahre her. In Zoes Leben ist Ruhe eingekehrt. Ich habe eine Heimat und meine Heimat ist Jesus. Und ich bin dran, den zu entdecken, mehr und mehr. Und das ist, die Landschaft wird grösser und schöner und breitet sich aus. Und das ist in der Esoterik überhaupt nicht so. Da ist eine Berg- und Talfahrt permanent und das ist zermürbend. Es braucht sehr viel Energie. Es braucht sehr viel Lebensenergie. Ich habe noch nie so ein friedliches Leben gehabt wie jetzt. Auch emotional, einfach stabil. Und das ist für mich pure Lebensqualität. Das werde ich auf gar keinen Fall missen. Der Spray soll die Atmosphäre positiv aufladen und Spiritualität fördern. Das habe ich auf der Happiness-Messe in Bern erfahren. Der Markt boomt. In fast jeder grösseren Stadt der Schweiz findet nämlich jährlich eine solche Messe statt. Ich habe mit einigen Ausstellern geredet und diese Bilder haben mir nachher Christian Hoffmann gezeigt, der selber jahrelang als Geistheiler gearbeitet hat. Die Happiness-Messe in Bern. Eine Messe für Gesundheit, Spiritualität und Heilung. Das Angebot ist riesig und kaum zu überblicken. Ich biete mediale Lebensberatung an und hier tue ich das Gesicht interpretieren und die Hand. Was ich jetzt mache, ist ein energetisches Facelifting. Also ich möchte die Pfältchen reduziert haben und die Ringe unter den Augen. Ich habe so einen kleinen Mann im Ohr, der einfach zu mir spricht. Wenn ich Bilder sehe vor meinem geistigen Auge, deute ich diese Bilder und erzähle es den Menschen. Fast jeden Monat findet irgendwo in der Schweiz eine ähnliche Veranstaltung statt. Engel und Lichtwesen sind ein großes Thema. Ich denke, dass wir sicher von Geistwesen umgeben sind. Ich würde sagen, Engel ist eigentlich ein Mittler zwischen dem Göttlichen und uns. Ich glaube an Engel und ich mache den Kontakt über meinen Schutzengel. Ich bin hellhörig, ich höre die Stimme. Und wenn ich frage, dann sehe ich auch ein Bild. Und so gibt es eine Kommunikation. Sehr häufig werden Begriffe verwendet, die aus dem Christentum geläufig sind. Dabei sind aber die Vorstellungen von Gott und Jesus unterschiedlich. Für mich ist Jesus auch ein von den aufgestiegenen Meistern, der uns hilft, wieder ins Gottesbewusstsein zurückzukommen. Aber ich habe mich eigentlich nie so mit der Bibel und dem befasst. Jesus war für mich der grösste Heiler und er hat auch Menschen geheilt. Ich denke, es ist jemand, der einfach viele Gaben hatte, die wir alle auch hätten. Und in der Bibel stehen spannende Sachen, aber du musst auch etwas anders interpretieren. Mit diesen Eindrücken besuchen wir Christian Hofmann. Er ist mit dem Thema vertraut, war früher selbst Geistheiler. 2008 hat er seine Geschichte im Fenster zum Sonntag erzählt. Christian entscheidet sich für den spirituellen Weg. Viele esoterische Angebote hat er selbst praktiziert. Er hatte heilende Hände, konnte spüren, was in anderen vorgeht. Meistens läuft es durch geistige Impulse, die man bekommt. Plötzlich wird man auch gesteuert. Das heisst, wenn man nicht mehr selber denkt, dann ist es eine andere Energie, die einem dann auch dort ansteuert, wo nachher zum Beispiel Schmerzen sind oder dort, wo Blockaden sind. Damals vermischte er esoterische Praktiken mit seinem Wissen aus dem christlichen Glauben. Von Jesus habe ich gleich immer erzählt, weil das sind eigentlich die Wurzeln gewesen. Ist sehr schnell eben die Christusenergie, die in der Esoterik ein grosser Begriff ist, zum Vorschein gekommen. Und mit dieser Christusenergie hat man fast so wie einen Kultstatus erreicht. Und das hat also Verneigungen gegeben, das hat Ehrfurcht gegeben, das hat, ja, man hat mich sogar Meister genannt. Christian Hofmann hat sich radikal von diesem Bereich abgewandt. Er arbeitet jetzt als Motivationstrainer und Coach.
Heute beurteilt er die wirkenden Kräfte kritisch und unterscheidet verschiedene Aspekte. Man kennt den Begriff Placebo, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Dass die Seele selber, die wir haben, dass heilende Kräfte auch da sind und dass das dann auch wirkt. Es ist auch Manipulation, wo man vieles damit machen kann. Die Problematik, die da ist, und das können wir in der Bibel lesen, dass wir nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen haben. Grundsätzlich sind das zwei Mächte, sprich das ist die göttliche und sprich das ist die dämonische. Er hat selbst erlebt, dass bei seiner Arbeit als Geistheiler destruktive Kräfte wirken. Kräfte, die er heute als dämonisch kennzeichnet und die schwierig zu kontrollieren sind. Also ich habe für jemanden gebetet, ich habe für jemanden die Hände aufgelegt und habe plötzlich gemerkt, etwas geht weg, geistig gesehen. Und ich habe gemerkt, etwas kommt wieder zurück. Da ist eine Kraft da, die nicht reingehört. Von dieser Seite der Spiritualität hört man auf den Messen nichts. Betont werden ausschließlich positive Aspekte. Was hilft, ist offenbar gut. Meine Oma war eine Kräuterhexe, die hat alle mit Kräutern geheilt. Mein Urgroßvater war jemand, der also die Menschen geheilt hat durch seine Hände. Und meine Mutter kann sehr gut Traum deuten. Die Messen wirken wie ein Selbstbedienungsladen. Jeder wählt individuell aus, was er glauben und praktizieren möchte. Der Ursprung der dabei wirkenden Kräfte wird oft außer Acht gelassen. Für mich ist Magie vergleichbar mit einem Messer. Wenn ich ein reines Herz habe, schmiere ich mir damit ein Brot. Und wenn mein Herz nicht rein ist, dann kann ich auch jemand damit töten. Da haben Sie ein reines Herz? Das kann ich wohl sagen, ja. Ja, sehr eine interessante Aussage. Auch sehr lobenswert, wenn man das so hört. Das Thema ist auch da, ich will gerne gut sein, ich will gerne alles im Griff haben, ich will gerne rein sein. Und das Wort Gottes sagt da ganz klar, dass wir kein reines Herz haben. Wir wollen mehr gerne vom Göttlichen, aber die dämonische Macht, und sie heisst auch Macht, die kann sehr schnell das Leben verändern. Und irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man die Macht selber nicht kontrollieren kann. Also es übernimmt etwas, das nicht von mir ist, übernimmt einen Teil von meinem Leben. Der Remo Egloff ist schon als Kind ein bisschen anders. Anstatt Fußball zu spielen, grübelt er still vor sich hin. Bereits als Fünfjähriger beschäftigt ihn Sinnfragen. Die Suche nach der Wahrheit führt ihn in die Astrologie. Remo Egloff ist auf der Suche nach der Salpeterhöhle in Gossau. Sie liegt versteckt irgendwo im Tal der Glatt. Mit verschlungenen Wegen und ausdauernder Suche kennt er sich aus. Ich habe immer gewusst, da muss noch etwas sein. Was ist die Welt da? Von woher komme ich? Wo ich gar nicht. Die Sterne haben mich als kleines Kind schon sehr, sehr fasziniert. Und ich war sicher, dort sind Antworten auf meine Fragen in den Sternen. Und dort hat meine spirituelle Reise, das Übernatürliche, angefangen. In dieser Höhle wurde wahrscheinlich früher Salpeter gebrannt. Daher hat sie ihren Namen. Sie ist einsturzgefährdet. Betreten verboten. Ein mystischer Ort. Die Mystik hat mich immer sehr fasziniert. Mystische Ort. Aber vor allem habe ich in den Sternen die Mystik gesehen. Und wenn man sich mit den Sternen anfängt zu beschäftigen, dann kommt man sehr schnell in die Astrologie. Respektive Horoskope. Das ist so ein sanfter Einstieg, der dann weitergeht mit astrologischen Beratungen, Persönlichkeitsanalyse aufgrund des Geburtshoroskops. Und dann ist es weitergegangen mit Seelenbild, Tarotkarten, Engel. Immer ein Thema gewesen, natürlich, das mich begleitet hat, fasziniert hat. Und Fragen sind halt immer noch geblieben durch das Ganze. Durch immer wieder neue Fragen kommen. Es war immer so eine Spirale. Er geht von einem spirituellen Berater zum nächsten, trifft kaum mehr eine Entscheidung, ohne sich vorher beraten zu lassen. Beruflich steht er als Treuhänder mit beiden Beinen auf dem Boden. Doch spirituell sucht er seine Bestimmung. Mir hat man geantwortet auf meine Frage, dass ich ein Heiler sei.
ein Helfer. Ich komme aus einer höheren Dimension, den Leuten hier helfen, um sie vorzubereiten auf die nächste Dimension. Ein Engel, dass ich mal Heerscharen wird führen von Engel und da quasi als Aufbauhelfer tätig bin. Und ja, da ist natürlich, hört man den gern. Die Aussagen der verschiedenen Berater sind alle ähnlich. Ich habe nie an dem gezweifelt, was mir gesagt haben, weil es sich immer auf eine gewisse Art gedeckt hat mit anderen Aussagen. Und das war das, wo man dann sagen muss, das muss ja stimmen, sagt man ja dann. Das muss ja stimmen. Das sind ja verschiedene Leute über 20, 30 Jahre. Und immer wieder kommt das Gleiche. Die Übereinstimmung, die überzeugt einen. Schließlich kommt er zum Channeling. Das ist so ein Frage- und Antwort-Spiel, sage ich dem, dass man Fragen kann stellen kann. Und die Person, die sagt, sie kommuniziere mit der geistigen Welt, die Lichtarbeiter sagen ihnen Geistführer. Ich darf sie fragen, sie geben die Frage weiter und kommen eine Antwort über und sagt ihr dann. Und das ist natürlich spannend. Wer hat das nicht gern? Von jeder Frage eine Antwort kommt, wo man das Gefühl hat, ja, die muss stimmen. Die kommt vom Jenseits quasi, oder? Von der unsichtbaren Welt. Die reformierte Kirche in Weinfelden. Hier hatte Remo Konfirmandenunterricht. Hier wurde er konfirmiert. Der christliche Glauben bleibt ihm aber fremd. Begriffe wie unsichtbare Welt und Jesus füllt er mit eigenen Inhalten. Jesus ist mir nur als energetischer Jesus begegnet. Christus-Energie, göttliches Licht, nicht mehr und nicht weniger untergeordnet. Nur einfach irgendeine unpersönliche Energie. Im Januar 2010 wird Remo zu einer Veranstaltung eingeladen. Eine ehemalige Lichtarbeiterin spricht über ihr Leben. Die Frau hat dann quasi gesagt, dass das, was ich glaube, seit 30 Jahren fest überzeugt bin, eigentlich nicht von Gott kommt und eigentlich nur Lug und Trug ist. Und mir ist eine Welt zusammengebrochen. Ich habe das Gefühl, was erzählst du da vorne? Was sagst du da? Dann zeigt die Referentin ein Bild. Remo ist bis ins Mark erschüttert. Und das Bild von Jesus, das er mit dem Teufel da andrucken macht, das hat mich berührt. Das hat mir gesagt, Jesus ist real, er ist ein Mensch und nicht nur eine Energie. Und das Böse ist auch real. Und ich habe nicht an das geglaubt, dass das Böse real ist. Das war eigentlich ein schlimmer Moment. Ich war ganz allein. Und in dem Moment hat mich Jesus Christus im Herz berührt, wie nur er kann. Und hat mir gesagt, Remo, jetzt bleibst du da und lass es zu. Es ist alles wahr, was die Frau sagt. Das ist ein ganz spezielles Erlebnis. Das hat nur Jesus können. Und da habe ich es gewusst und habe radikal alles geändert. Aber es ist schon nicht gerade eine Minute. Ich habe noch Zeit gebraucht, weil ich wie ein Verstandesmensch bin. Da. 5 Jahre sind seit diesem Erlebnis vergangen. Verheiratet ist Remo mit Isabel. Sie haben eine gemeinsame Tochter. Damals stand ihre Beziehung auf der Kippe. Ich hatte einen klaren Weg mit Jesus und im Glauben und ja, und er ist voll in der Esoterik gsi und er ist einfach total auf die Beraterin fixiert gsi. Er hat keinen Schritt gemacht, ohne dass er auf Gossau gerannt ist und ja, hat dort seine Sicherheit gebraucht. Isabel hatte dafür gebetet, dass Remo die Esoterik loslässt. Seine Wende zu Gott ist für sie ein Geschenk. Anfangs fällt es ihm nicht leicht, die alten Muster aufzugeben. Also da hat schon Zeit gebraucht, um jetzt können echt auch fassen, dass da, wenn ich so überzeugt war, ich dem sie nur ein Fake war. Das ist bittere Erkenntnis. Für ihre Beziehung schöpfen sie neue Hoffnung. Sie fangen noch einmal von vorne an. Wir haben natürlich den ganz anderen Gesprächsebene gehabt.
durch den Glauben. Eben der gleiche Nenner, man hat vom gleichen geredet, nicht mehr aneinander vorbeigeredet. Und man hat gewusst, man kann jetzt zusammen wachsen. Und es gibt eine ganz andere Verbundenheit noch. Hey, ciao, Pascal. Hi, wie geht's? Remo ist mit Pascal Imhof, dem Pastor einer Freikirche im Bischofszell, befreundet. Mit ihm hat er seinen spirituellen Weg reflektiert. Das ist vielmal wirklich traumatisch, was die Leute erlebt haben. Die sind enttäuscht worden, die sind betrogen worden, die haben also Schlimmes durchgemacht. Viele kommen aus dem Personenkult raus oder extrem fixiert auf Menschen. Und das ist eigentlich schwierig, oder? Die Muster, die jemand hat, aufzubrechen. Oder? Dass man nicht mehr auf Menschen fixiert ist, sondern dass man anfängt, auf Gott zu vertrauen und einfach langsam, Schritt für Schritt, aus dieser Falle herausfinden tut. Remo hat sich intensiv mit der Bibel beschäftigt, um Gott besser kennenzulernen. Ich habe nie einen Frieden gefunden, wenn ich ihn jetzt habe. Es war nie ein Frieden, nie eine Sicherheit. Und die Freiheit, die man sich von dem versprochen hat, war eigentlich in Wirklichkeit fast eine Zwangsjacke. Und alles andere war eine Bindung, fast Fesseln. Ich kann jetzt, wenn ich Fragen habe, die Bibel nehmen und weiss, dort sind die Antworten drin auf meine Fragen. Seine Erfahrungen will er mit anderen teilen. Er arbeitet sich in Predigtaufgaben ein, möchte als Referent tätig werden. Ich möchte mit meinem Zeugnis Leute ermutigen, meine Geschichte benutzen, um anderen zu helfen und sagen, hey Leute, das ist nicht gut, das ist falsches Licht. Jesus Christus ist das Licht, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist die Tür im Himmel und die Brücke zwischen Mensch und Gott und nichts anderes. 30 Jahre lang war Remo Egloff unaufhörlich auf der Suche nach spirituellen Erfahrungen und dem Übersinnlichen. Für ihn ist das nun abgeschlossen. Für mich ist ganz klar, dass ich gar nichts mehr jetzt auch mit dem was zu tun habe. Auch kein weder Horoskop noch irgendwelche Sachen, wo ich weiss, die sind nicht vom Herrn. Wollte ich einfach konsequent jetzt auch ausklammern. Und für mich ist das absolut abgeschlossen. Wenn Sie sich gerne weiter mit dem Thema beschäftigen möchten, dann machen Sie mit bei unserem Wettbewerb. Wir verlosen 10-mal das Buch von Daniel Gerber, «Esoterik, die unerfüllte Suche». Schreiben Sie uns bis am nächsten Donnerstag, wenn Sie wissen, was Zoe für ein spezielles Hobby hat. Nächstes Wochenende begrüßt sie Rudi Josuran. Er stellt Ihnen die Schwester Veronika und Daniel Jutzi vor, die sich beide für eine himmlische Karriere entschieden haben. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder, dann geht es darum, wie man lernen kann, trauern. Bis dann sage ich Tschüss, machen Sie es gut und bis bald. Diese Sendung wurde unterstützt von Aquadynamik, die Wasserbettspezialisten.